Beim Morgengottesdienst in der Basilika St. Lorenz in Kempten übernimmt Ludwig Bolkart schon vieles. Er spricht das Wort in den Tag, also die Einleitung in die Messe. Er hat die Lieder ausgesucht und die Fürbitten geschrieben. Seit gut einem halben Jahr ist er Pastoralpraktikant in der Pfarrei St. Lorenz. Die Feier der Eucharistie, das sollte eigentlich meine Lebensquelle werden. Zu der, sage ich, mit der Diakonin war ich ja schon ein Jahr. Und ich habe mich in ein Priesterseminar da eingeübt, eigentlich täglich in die Heilige Messe zu gehen. Und das setzt sich hier in Kempten fort. Und das ist eigentlich der Lebensmittelpunkt für mich auch, aus der Eucharistie heraus zu leben. Die Vorbereitung und Mitwirkung an der Feier der Heiligen Messe ist ein wichtiger Teil der derzeitigen Aufgaben von Ludwig Bolkart. Der 29-Jährige spürte seine Berufung schon in Kindheitstagen, entschied sich nach der mittleren Reife aber zunächst eine Ausbildung zum Industriemechaniker zu machen. Der Umgang mit Metall und so weiter, das hat mir schon sehr gelegen, habe die Ausbildung auch sehr gut abgeschlossen. Aber es war dann wirklich so, dass ich schon am Anfang gespürt habe, das ist nicht alles, was ich möchte. Und da kam halt wieder der Wunsch, aus Kindertagen Priester zu werden, wieder hoch, weil ich einfach auch dann im kirchlichen Leben daheim sehr engagiert war, aushilfsmäßiger Gruppenleiter, Pfarrgemeinderat. Und so habe ich mich nach den 3 Jahren entschlossen, das Abitur nachzuholen, schon im kirchlichen Haus, und dann bin ich weiter ins Priesterseminar und habe dann das Studium jetzt im Herbst abgeschlossen. Ja. Regelmäßig trifft sich Ludwig Bolkart zu Reflexionsgesprächen mit dem Leiter der Pfarrei, Pfarrer Bernhard Ehler. Dann wird unter anderem auch über den Religionsunterricht gesprochen, den Ludwig Bolkart 2-mal die Woche in einer Kemptener Schule übernimmt. Es ist für mich eine große Freude, die 2 Tage in der Woche in die Schule zu gehen, weil ich Schüler habe, die wirklich interessiert nachfragen, die diskutieren, die wirklich theologisieren und philosophieren, und die geben einem echt wirklich so eine Reibfläche auch, um eine eigene Herausforderung auch zu haben. Es ist zwar unglaublich anstrengend, weil ich mich auf die Stunden sehr gut vorbereiten muss, aber wenn ich sehe, was dabei rauskommt, dass da wirklich wissbegierige Menschen da sitzen und vielleicht doch mal diese Frage nach Gott im Leben noch mal stellen, die sie schon abgeschrieben haben, das ist für mich mit das Größte, was da geht. Am Herzen liegen dem gelernten Industriemechaniker aber auch die Dinge, mit denen er sich auf seinem bisherigen Lebensweg eher nicht beschäftigen musste. Zum Beispiel mit den Verwaltungsaufgaben einer Pfarrei. Mit den Mitarbeitern in Kempten versteht er sich sehr gut. Geduldig wird dem angehenden Diakon alles erklärt. Seiner Berufung zum katholischen Priester ist sich Bolkart nach wie vor sehr sicher. Das war dann wirklich so, jetzt durch diese ganzen Jahre hinweg, dass das langsam gewachsen ist. Auch nicht immer geradlinig, auch Dinge, wo ich wieder nachjustieren musste, aber wo ich jetzt sagen kann, ja, ich bin mit mir selber so im Reinen, dass ich sagen kann, ja, jetzt beginnt dieser Weg, durch die Diakonenweihe nochmal ein Stück weit von Neuem und unter anderem Vorzeichen. Also das kommt jetzt zu einem ersten Ende, wo in einen neuen Weg einmündet. Der zweite Weihekandidat in diesem Jahr ist Richard Hörmann, hier in St. Salvator in Nördlingen. Der 27-Jährige kommt aus Bad Grönenbach, wo er zusammen mit 6 Geschwistern auf dem Bauernhof seiner Eltern aufgewachsen ist. Nach der mittleren Reife holte er das Abitur nach und studierte Theologie in Augsburg und Münster. Derzeit absolviert er sein Pastoralpraktikum in der Pfarreiengemeinschaft Nördlingen. Ich mag die Pfarrei so, das Leben hier und die unterschiedlichen Sachen, die es auch zu tun gibt. Und vor allem halt auch jeden Tag irgendwie zu schauen, was kann dieser Tag bringen oder was kann ich hier in der Pfarrei auch tun, um das Evangelium irgendwie zu leben, auch in meinem Leben. Und wenn es natürlich geht, auch anderen Menschen da ein Stück davon mitzugeben. Ja. Das Spannende immer zu schauen, wo ist heute Gott in dieser Pfarrei. Richard Hörmann ist eingebunden in das Team der Pfarreiengemeinschaft Nördlingen und bringt sich hier gerne ein. Stadtpfarrer Benjamin Beck kann sich seinen Pastoralpraktikanten gut als zukünftigen Priester vorstellen. Man merkt, der Richard Hörmann, er hat eine gute theologische Ausbildung, hat einen festen Glauben, wirklich eine gesunde Frömmigkeit. Und ich merke vor allem hier jetzt in der Pfarrei, dass er gut auf Menschen zugehen kann. Und die jungen Leute hier schätzen ihn und freuen sich, wenn er mit ihnen was unternimmt. Und ich glaube, da sind alle guten Voraussetzungen da. Es ist natürlich ein langer Prozess, der jetzt auch über lange Jahre sich so hingezogen hat und der auch Höhen und Tiefen hat. Am Ende ist es für mich die Gewissheit, dass ich glaube, Jesus möchte das von mir. Also dass ich das tief in meinem Herzen spüre. Jesus möchte, dass ich das tue. Und dass ich da auch Freude draus ziehe und
ich da auch gern in die Zukunft einfach schaue, wenn ich da dran denke. Richard Hörmann fühlt sich wohl in Nördlingen. Er hat hier Freunde gefunden. Mit ein paar von ihnen hat er sich heute zu einem Spaziergang verabredet. Er mag die Natur, macht Sport und verreist gern. Am liebsten ganz unkompliziert mit Rucksack und ohne festen Plan. Seine Freunde schätzen an ihm sein fröhliches und freundliches Naturell. Er ist total locker und lustig und wir gehen ab und zu mal Sport machen zusammen. Und mit ihm kann man einfach alles machen und er ist einfach ein herzlicher, er ist ein toller Priester. Ich mag am Richard, dass er sehr liebevoll ist, aufgeschlossen ist, dass er immer ein offenes Ohr hat und dass egal was ist, dass man zu ihm kommen kann und er für einen da ist. Ich mag an Richard, dass er ein offener Mensch ist, ein liebevoller Mensch und ein fröhlicher Mensch ist. Richard Hörmann hat eine gute Antwort gefunden auf die Frage, warum er Priester wird, so wie das jeder Weihekandidat für sich tun muss. Jetzt, eine Woche vor der Diakonenweihe, mündet dieser lange Weg in einen neuen Abschnitt. Eine neue Seite im Leben wird angeschlagen und lässt die Seele erklingen.